Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem ganz besonders wichtigen Infovideo hier auf meinem Kanal. Ihr merkt schon ein bisschen an meiner Stimme, die Lage ist ein bisschen gedrückt. Ich muss mit euch jetzt mal dringend reden. Meine Freunde, ich muss euch sagen, in letzter Zeit, ihr habt es auch gemerkt, kam immer weniger Horst. Und vor allem habt ihr gemerkt, der Horst ist gar nicht mehr so wie früher. Und ich finde, es ist jetzt einfach an der Zeit, mit euch mal über alles zu reden, damit ihr versteht, was hier überhaupt los ist, damit ich nicht euch einfach so ohne Informationen lasse. Wie ihr alle wisst, meine Freunde, hat der liebe Horst ja einen Minecraft-Server. So, und ich mache Videos hier auf dem Minecraft-Server. Da sind jetzt gerade 47 Spieler drauf. Wir haben 9 Uhr in der Früh. Das ist eigentlich ganz okay sogar von den Spielerzahlen her, weil viele Leute müssen jetzt wegen diesem blöden Virus-Dings, ihr wisst, was ich meine, zu Hause bleiben. Das ist natürlich eine ganz doofe Sache. Und deswegen dürfen jetzt viele halt schon spielen, obwohl die eigentlich Schule hätten. Ja, da ist natürlich klar, habt ihr jetzt ein bisschen Zeit und chillt bei uns. Aber was ist denn da los? Warum kommen nicht mehr so viele Videos wie früher und auch nicht mehr so Videos, wo der Horst auch mal ein bisschen ausrastet und mal ein bisschen rumschreit? Darüber möchte ich mit euch heute reden. Ich möchte euch einfach mal genau jetzt heute einfach sagen, was ist hier Phase? Was und warum ist das denn so? Warum macht der Horst denn nur noch so normalen Content? Ja, warum schreit er nicht mehr so rum wie früher? Warum ist er nicht mehr so horstmäßig drauf? Hätte so wie das sein soll, ne? Der Horst ist ja immer der Horst gewesen. Und während ich mit euch rede, werde ich mal ein bisschen hier den Rand bearbeiten, glaube ich. Ist ja furchtbar. Standardrand, das wollen wir nicht. So, ja, was soll ich euch sagen, meine Freunde? Viele von euch wissen es. Es ist, also zum Teil ist YouTube einfach schuld. Ja, also YouTube macht mir als Horst Vlog momentan das Leben ein bisschen zur Hölle. Ich weiß, ihr versteht es vielleicht nicht unbedingt so nach dem Motto, du kannst doch machen, was du willst. Ist auch teilweise richtig. Hups. Aber teilweise nur irgendwie leider nicht. Ja, viele von euch haben es auch mitbekommen, es wurden jetzt ganz viele Accounts gesperrt. Son wurde gesperrt, Excel wurde gesperrt. Also es wurden ganz viele Accounts gesperrt. Ja, und das liegt einfach daran, dass YouTube jetzt immer strenger seine Richtlinien durchballert, ja. Also sprich, denen ist das mittlerweile bums egal, wer oder was ihr seid oder was ihr macht. Wenn ihr mal irgendwann in eurem Leben gegen die Community-Richtlinie verstoßen habt, also zum Beispiel vor 3 Jahren, und die finden das jetzt raus, ja, soll ich euch was verraten? Richtig. Dann geben die euch jetzt einen Kanickelfangschlag. Versteht ihr? Und das ist das Problem, was ich jetzt habe. Der alte liebe Horst, der hält sich ja im Normalfall eigentlich an die Community-Richtlinie. So gut ich kann zumindest. Ja, versuche ich, das alles so zu machen, dass mir keiner böse sein kann. Und ja, was zum Lachen habt, sage ich jetzt mal. Aber es gibt halt auch einfach Videos. Da bin ich jetzt auch gerade nicht, da weiß ich jetzt nicht, ob ich die offline nehmen muss oder nicht, wo ich sage, okay, das könnte sein, dass die ein bisschen strenger sind. Also es könnte sein, dass die, gerade die, ein bisschen viel geworden sind. Ich weiß es aber nicht, meine Freunde. Das müssen wir mal einfach dazu sagen. Es kann sein, dass das eigentlich alles ganz tufte ist, aber, und jetzt kommt das ganz große Aber, der liebe Horst, der kriegt erst ab 100.000 Follower, kriegt er einen sogenannten Community Manager zugewiesen. Erst der kann mir solche Fragen beantworten, aber ich habe halt noch keinen. Ich habe die 100.000 nie geschafft. Also wir waren ganz kurz davor und es gab mal eine Zeit, da sah das so aus, als ob ich innerhalb von 2 Monaten die 100.000 mache, weil ihr damals, also war ich ja ganz, ganz beliebt bei euch und dann haben ganz viele Leute abonniert und ja, die haben dann irgendwann alle nicht mal meine Videos geguckt. Das ist nämlich auch so ein Problem, was der Horst hat. Wenn ihr es guckt, dann seht ihr, meine Klicks haben sich ungefähr um 50% reduziert. Das geht nicht nur mir so, das ist auch tatsächlich schon anderen YouTubern, ich sag mal lieber abgegriffen, zum Beispiel hat dasselbe Problem, so von heute auf morgen ohne ersichtlichen Grund, bumm, die Hälfte von euch weg. Warum? Das können wir alle nur mutmaßen, ob da jetzt YouTube deine Finger ins Spielchen hat oder ob ihr einfach keine Lust mehr auf den alten Horst habt. Das weiß ich nicht. Das kann ich auch nicht rausfinden. Ich weiß nur, ich habe 1,5 Jahre, sagen wir mal mehr, 1 Jahr und 3 Monate, habe ich wirklich Daily Content gemacht. Das heißt, jeden Tag ein Video, so wie es auch im Banner steht. Und natürlich kann da nicht jedes Video super, super toll sein, weil das halt ja Daily ist. Aber ich sag mal, wir haben das ganz gut hingekriegt, die Zeit. Zusätzlich habe ich auch noch jeden Tag gestreamt. Ich streame ja auch immer noch auf Twitch, meine Freunde. Da könnt ihr auch mal gern vorbeischauen. Da erfülle ich euch immer noch Wünsche hier auf dem Server. Wenn ihr da Bock drauf habt, guckt ihr mal vorbei. Ja, und die Wahrheit hinter all dem ist einfach, dass es momentan nicht mehr so viel Spaß macht und nicht mehr so viel Sinn ergibt. Ja, also im Endeffekt, wenn ich immer weniger von euch erreiche, fehlt die Motivation. Natürlich, in mir, dem alten Horst, sagt alles, mach einfach weiter. Ja, scheiß drauf, was die Klicks sagen, mach einfach. Seh einfach zu und zieh durch. Es gibt ja immer noch Leute, die sich freuen. Aber es ist sehr demotivierend, meine Freunde. Es ist sehr demotivierend, wenn um einen herum sehr viele Sachen passieren und man selber immer, ja, ich sag mal, man wird ja auch oft von anderen YouTubern dann im
Stich gelassen. So ist das halt im Biss. Bist du was? Will jeder mit dir aufnehmen? Bist du nix? Kommt keine Sau mehr vorbei. Niemand mehr nimmt mehr mit dir auf. Du wirst fallen gelassen wie eine Kartoffel. Ich wurde angelogen. Ja, ich wurde verarscht. Und das ist sehr, sehr streng und krass geworden. Deswegen mache ich auch mittlerweile nur noch mein eigenes Ding. Ihr merkt es ja selber. Ich mache ja mit anderen YouTubern nichts mehr zusammen. Und das ist zum Beispiel der Grund. Der Grund dafür ist einfach, dass die YouTuber mich ausgenutzt und ja, einfach auch, ja, es braucht haben. Also ausgenutzt wurde ich und dann verarscht. Also das ist einfach so. Aber ich kann da jetzt, also was heißt, ich kann da jetzt? Ich will da jetzt auch kein Beef anfangen. Das Problem ist nämlich, bei so einem Beef, wisst ihr, was nicht passiert? Wisst ihr, was auf keinen Fall passiert? Das, was ich mir denke, würde ich jetzt meine Probleme dadurch gelöst bekommen. Eher im Gegenteil, das wäre dann einfach nur so ein Promo-Scheiß, ja? Also wenn ich jetzt Beef anfange mit irgendjemandem und ich den richtig ernst meine und auch wirklich sachlich argumentiere, dann, ja, was soll ich euch sagen? Dann bringt das nichts. Also es wäre dann gar nicht so, dass meine Probleme davon weggehen würden, sondern das wäre einfach nur so eine Clickbait-Scheiße und davon hätte keiner was. Also auf kurze Sicht hätten wir alle mal wieder ein paar Klicks, aber dann danach nicht mehr. So, das ist ein bisschen ein Problem. Ich muss manchmal ein bisschen clickbaiten. Ja, das tut mir auch leid. Ihr kennt meine alten Videos. Ich hatte da nie Bock drauf. Clickbait, ich so verarsche Content, Fake-Content und so. Das ist nicht Horst seine Welt, ja. Da steht Horst nicht dafür. Das ist nicht das, wofür Horst existiert. Nee, Horst existiert eigentlich für Unterhaltung und Horst steht dafür, dass man jemanden mal zum Lachen bringt. Ja, weil der Horst euch mal sagt, dass ihr dumme Nasen seid oder so. Aber ich darf so viele Sachen nicht mehr sagen, weil ich sonst direkt wieder hier einen auf den Deckel kriege von YouTube. So, und deswegen unterstützt mich auf jeden Fall auf Twitch, meine Freunde, ja. Da sitzt dann ein kleiner, sportlicher, fetter, junger Mann mit hübschem Bart. Ja, das ist der Horst in Wirklichkeit. Das weiß bloß wieder keiner. Aber den könnt ihr schon mal unterstützen, falls irgendwas auf YouTube passiert. Ich weiß es nämlich nicht. Noch ist alles im Grünen, aber es kann ja auch von heute auf morgen hier vorbei sein. Ja, der Horst ist jetzt auch für einen Monat auf Madeira, ja, und da müssen wir auch mal gucken, ne? Wenn ich jetzt hier einen Monat auf Madeira bin, werden natürlich wieder mehr Videos kommen, weil ich da wieder mehr Zeit habe und nicht mehr so abgelenkt bin wie zu Hause. Ja, ist auch ein Problem, man ist immer abgelenkt, meine Freunde. Aber ihr versteht vielleicht, worauf ich hinaus möchte, oder was ich euch unterm Strich sagen möchte. Ist egal, wie du es drehst und wendest, es ist alles irgendwie ein bisschen kacke. Ja, versteht ihr? Und genau das ist mein Problem. Ich weiß gerade nicht genau, wie ich weitermachen soll. Ich werde jetzt sofort eine Folge aufnehmen, Plotzbewertung, und werde nochmal darauf hinweisen. Ihr dürft auch nicht vergessen, das Gewinnspiel läuft noch, meine Freunde. Das läuft bis Ende des Monats. Bis jetzt nehmen aber echt wenig Leute teil. Also so wenig Leute. Ich sag's euch ganz ehrlich, wie es ist. Wir machen solche Gewinnspiele natürlich gern, aber dann wollen wir ja auch irgendwas dafür haben, ne? Normalerweise macht man Gewinnspiele ja, wenn man ein bisschen, ich sag mal Reichweite, ist das falsche Wort, wenn man ein bisschen Werbung möchte, Werbefläche, ja. Aber wenn noch nicht mal mehr euch interessiert, ob man hier was gewinnen kann oder nicht, ja, dann spare ich mir lieber das Geld und kann im Notfall noch einen Monat länger die Server finanzieren, im Notfall, als dass ich jetzt ich sag mal, einen ganz teuren PC verschenke. Das sind so Sachen, ja, ich weiß, seid mir nicht böse, ich halte immer meine Versprechen und die letzten 15 Gewinnspiele, die ihr mit mir hier gemacht habt, die haben ja auch funktioniert. Die letzten 15 Male habt ihr ja auch gewinnen können. Ja, alles gut. Also ich werde auch dieses Mal mein Wort wieder halten. Aber ich bin halt einfach ehrlich zu euch. Ja, es wird das Gewinnspiel geben und ich werde es nicht absagen, aber ich finde es einfach schade, dass selbst ein geschenkter PC irgendwie keinen Menschen mehr irgendwie animieren kann, ja. Findest du ein bisschen doof. Ich ziehe aber natürlich weiter durch, gerade für die Leute, die einfach noch treu da sind. Und jetzt mal auf Ehrenbasis möchte ich mich nochmal bei ein paar Menschen bedanken. Einmal möchte ich mich bei meinen Moderatoren bedanken, ja. Ihr haltet mir natürlich die Stange. Ihr seid da für mich, wenn ich euch brauche. Ja, so wie der Boden, der Fußboden, der ist auch da, wenn ich falle. Der hält mich auf. Hält mich mein Moderationsteam auf, wenn ich falle. Nee, also ganz, ganz toll, dass ihr da seid. Ich möchte mich auch natürlich bei unserem Team bedanken. Ja, den Support. Dann alle Leute, die noch beteiligt sind. Wir haben in letzter Zeit viele Krisen durchlebt, ja. Also wir hatten wirklich die Aluhut-Verschwörung hatten wir. Dann hatten wir das Event-Management-Debakel. Viele Spieler sind deswegen, ja, die fanden das halt nicht toll, dass jetzt einfach von heute auf morgen das Event-Team gegangen ist, weil die keine Lust mehr hatten. Und ist natürlich dann auch wieder so eine Situation für uns als Chefs, wo wir da sitzen und sagen, scheiße, was machen wir denn jetzt? Was genau machen wir denn jetzt? Wir haben ein Problem, ja. Wir haben ein ganz großes Problem. Wie lösen wir das? Und sowas, ich weiß, ihr seht das nicht. Ich weiß, ihr kriegt das auch nicht mit. Aber jetzt sind Probleme. Da muss ich mich drum kümmern, ja. Da muss ich auch ein Totti und ein Daniel drum kümmern. Das sind die anderen Chefs, auch wenn ihr immer vergesst, dass die existieren, die sind da.
Und das sind, ja, ich weiß, das kriegt ihr so als Spieler gar nicht so alles mit. Das Einzige, was mit ihr mitkriegt, sind Gerüchte. Gerüchte, Gerüchte, Gerüchte. Mittlerweile habe ich keine Lust mehr, über Gerüchte zu sprechen. Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt, aber mittlerweile sage ich da einfach nichts mehr dazu, weil das nichts bringt. So, ich gehe zu euch nach unten, rede mit euch eine Stunde, ja, dann gehe ich wieder hoch und 2 Sekunden später gibt es ein neues Gerücht. Also, es bringt nichts, mit euch über Gerüchte zu reden. Das ist Bullshit. Meine Freunde, ich möchte mich auf jeden Fall bei euch allen bedanken, die diesen Kanal unterstützen. Ja, ich würde jetzt auch gerne 500 Abonnenten, Subscriber vorlesen auf Twitch, aber erstens sind viele davon verschenkt. Ja, das heißt, irgendjemand hat euch den Sub geschenkt. Da brauche ich mich nicht bei euch bedanken, dass ihr einen geschenkten Sub bekommen habt. Aber wenn ich es schnell finde, würde ich mich jetzt ganz gerne bei den Leuten bedanken, die diesen Kanal kostenpflichtig abonniert haben. Immerhin, weil das ist ja auch eine Unterstützung für den alten Horst. So möchte ich mich bedanken bei Kevin, Malos, Kalinka, The Blue Eyes, Radke, das ist Papa Radke, Pale, Parker, Christoph, Six Fingers, Nick Nico, Jan Vogel, Samuel Spar, Sascha Ulrich, Party Pirat, Chinoa und Gelinde, ich wusste, oh, Gelinde. Und guck mal, hinten dran seht ihr auch schon, wie viele Monate und Tage. Malus ganz neu dabei. Ich werde mir also jetzt vornehmen, immer wenn jemand Neues dabei ist, werden wir ihn hier begrüßen auf meinem Kanal als Unterstützer und ihm herzlich willkommen heißen. Ich muss sagen, das ist sehr, sehr lieb von euch, dass ihr mich hier unterstützt. Wirklich. Es ist auch nicht selbstverständlich, wie die Art, ich sag mal Twitch. Ja, also auf Twitch ist es momentan so, dass ihr mich halt supportet, wo es nur geht. Ja, dann wäre das hier alles auch nicht möglich ohne euch. Ich bin jetzt ja, wie gesagt, einen Monat auf Madeira. Das würde sonst nicht funktionieren. So, auf Madeira will ich ja Work-Travel machen. Sprich, ich werde auch viel mit Kilian unterwegs sein. Ja, da geht es dann aber eher um den Exodus-Kanal. Wenn ihr da Bock drauf habt, solltet ihr mal auf jeden Fall bei mir auf Insta vorbeischauen und den Exodus-Kanal vielleicht auch abonnieren. Ja, dann kriegt ihr auch alles mit, was der liebe Horst Flock in seiner Freizeit so macht, ja. Auch ein bisschen Airsoft und Preppen und Bushcraften und hast du nicht gesehen? Das ist auch alles auf dem Kanal. Meine Freunde, ich habe jetzt lang genug gelabert. Ja, was soll ich euch erzählen noch? Ich werde jetzt dann direkt im Anschluss, ja, werde ich ein normales Video aufnehmen, ganz normal eine Plotbewertung. Und das hier, ihr habt richtig gehört, eine Plotbewertung. Ich habe mir ein paar Plots rausgesucht, die ein bisschen was größer sind. Und ich möchte, wie gesagt, auch wieder durchstarten. Ja, Daily werden wir nicht mehr machen, das ist nichts. Aber ich werde auf jeden Fall versuchen, zumindest irgendwie 3 bis 4 Mal die Woche ein Video hochzuladen. So schön, dass ihr was zum Glotzen habt. Ja, und auf Exodus folgen dann ja auch immer mehr Videos. In den letzten Wochen kamen ja immer mehr wieder. Und das wird sich jetzt immer weiter so steigern. Also wenn ihr Lust darauf habt, dass noch ein echter, letzter, realer YouTuber auf YouTube da sein kann, ja, und sich jetzt seinen Lebensunterhalt verdienen kann, dann wäre es cool, wenn ihr mich unterstützt, egal ob auf Exodus oder auf Horse oder vielleicht auf beiden Channeln, ich weiß es ja nicht, weil bei mir gibt es einfach keine Fake-Scheiße. Und wenn ihr wirklich Wert darauf legt, dann freue ich mich, dass wir das hier noch weiterhin so lange machen, wie ich kann, ja, so lange, wie wir hier weitermachen können, werden wir hier auch weitermachen. Meine Freunde, ich möchte mich recht herzlich für eure Form der Aufmerksamkeit und Unterstützung vor allem bedanken. Jeder, der hier bei uns spielt, vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr bei uns spielt oder im Stream vorbeischaut. Ich freue mich sehr darüber. Meine Freunde, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ich wünsche euch was. Wer bis hierhin durchgehalten hat, der schreibt jetzt mal fettes Bierschnitzel in die Kommentare. Ohne Hashtag bitte, weil sonst landet ihr im Spam-Ordner von YouTube. Also, meine Freunde, einfach fettes Bierschnitzel, dann weiß ich, ihr habt bis hierhin durchgeguckt. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann wäre jetzt wirklich der gute Zeitpunkt, einen alten Horst ein Abo und ein Like dazulassen, ja, um ihn zu unterstützen. Ich bedanke mich bei euch. Wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss.